Spicy Teas. Was für... Was? Und was hat sie gesagt? Amon Montier? Aber das würde ja bedeuten... Ihr meint, es ist noch nicht zu spät? Aber wie? Unser Plan ist gescheitert, alle sind tot, die Familie... Wie ihr wollt, mein Zuhörer. Bringt in Erfahrung, was dieser schleimige Bastard Mortier zu sagen hat und schickt dann den Kaiser zu Cities. Aber wenn ihr dort fertig seid, gibt es doch keinen Grund mehr, hierher zurückzukommen, nicht? Könnten wir uns nicht in der Dämmersternzuflucht ein echtes Zuhause aufbauen? Stoßt dort zu Babette und mir, wenn ihr die Sache mit dem Kaiser erledigt habt. Und keine Sorge, ich finde schon eine Möglichkeit, die Mutter der Nacht zu transportieren. Und jetzt los mit euch! Und kommt mit einem Fass voller Gold zurück, ja? Babette, Kleines, packt eure Sachen, wir gehen! Hat das Kaiserreich uns im Stich gelassen? Wie konnte Weißlauf diesen stinkenden, dummen Nord in die Hände fallen? Ihr unwürdigen Diener lobpreisen euch, denn nur durch eure Gunst und Güte können wir zu Wahrheit erleuchten. Ich kann nur noch an meinen Sohn Thorald denken. Sie sind... Ich habe gerade das Feuer neu an. Ich habe nichts getan. Setzt euch und wärmt euch auf. Was ist? Ich sagte doch, ich möchte nicht gestört werden. Bei den Göttern, ihr lebt ja noch. Aber ich habe gehört, eure Zuflucht... Bitte, ihr dürft jetzt nicht denken, ich hätte irgendetwas damit zu tun. Ich wollte, dass der Kaiser stirbt. Der wahre Kaiser. Das will ich immer noch. Es war Maro. Er... Ihr meint, nach alledem ist die dunkle Bruderschaft immer noch willens, den Vertrag zu erfüllen? Das sind ja verblüffende Neuigkeiten. Wunderbare Neuigkeiten. Der Kaiser befindet sich immer noch im Himmelsrand, aber nicht mehr sehr lange. Er ist an Bord seines Schiffes, der Kataria, die in der Bucht von Einsamkeit vor Anker liegt. Doch ihr müsst euch beeilen. Wenn es euch gelingt, an Bord dieses Schiffes zu gelangen und Titus Mede den Zweiten zu töten, wie vereinbart, dann verrate ich euch, wo sich das Versteck befindet, das euren Lohn enthält. Ihr macht wohl Witze. Das ist der richtige Kaiser, nicht irgendein billiger Doppelgänger von Septim. Er wird sicher von Elite-Leibwächtern umgeben sein. Ihr werdet alle Hände voll zu tun haben.
geschafft. Das ist jetzt erstmal genug. Los, holen wir uns was zu essen. Bei den Göttern. Ich werde froh sein, Himmelsrand nicht mehr sehen zu müssen. Tja, es ist nun alles vorbei. Der Leutnant sagte, man könne den Rauch von Weißlauf sehen. Wie der Bär des Flors.
Und wieder einmal zeigt sich, dass Kommandant ist. Ich habe ihm gesagt, dass man die dunkle Bruderschaft nicht aufhalten kann. Niemals. Los, haltet euch nicht zurück. Ihr seid doch nicht den ganzen Weg gekommen, um jetzt nur zu gaffen. Wir beide haben anscheinend eine Verabredung mit dem Schicksal. Aber so ist das eben mit Assassinen und Kaisern, oder? Ja, ich muss sterben. Und ihr müsst den Stoß ausführen. Ganz einfach. Aber ich frage mich, würdet ihr einem alten Mann noch ein paar Worte erlauben, bevor ihr die Tat vollbringt? Ich danke euch für eure Freundlichkeit. Ihr werdet mich töten, und ich habe dieses Schicksal akzeptiert. Doch ungeachtet eures Lebensweges spüre ich in euch einen gewissen Ehrgeiz. Ich bitte euch also um einen Gefallen. Der letzte Wunsch eines alten Mannes. Es gibt viele, die mich tot sehen wollen. Doch einer hat alles in Gang gesetzt. Diese Person, wer auch immer er oder sie sein mag, muss für ihren Verrat bestraft werden. Wenn ihr eure Belohnung für meinen Tod erhalten habt, möchte ich, dass ihr die Person tötet, von der der Befehl kam. Würdet ihr mir diese Gefälligkeit erweisen? Schade. Ich hatte wenigstens auf ein bisschen Gerechtigkeit gehofft. Dann geht es jetzt weiter zum geschäftlichen Teil, oder? Nun, ich werde nicht kämpfen, also können wir es auch hinter uns bringen. Nun, ich werde nicht kämpfen, also können wir es auch hinter uns bringen. Da rein. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Setzt euch und wärmt euch auf. Aha, ihr seid zurück. Ich weiß, ich habe vor wenigen Augenblicken davon erfahren. Das ist herrlich. Ihr wisst ja gar nicht, welchen Dienst ihr dem Kaiserreich, ja ganz Tamriel damit erwiesen habt. Ah, aber für Politik interessiert ihr euch nicht allzu sehr, richtig? Ihr wollt Geld. Und Geld sollt ihr haben. Euer Lohn wartet in einem Versteck auf euch. Er befindet sich im Inneren einer Urne, in eben jener Kammer, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind. In Volonruth.
kam einst Geht nun bitte. Sammelt euer Geld ein und mögen wir einander nie mehr von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen. Er prahlte von Kämpfen und Beuteglück. Doch still war der der kein Wort mehr sagt, als Schildmeid Mathilda beherzt vor ihn trat. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all... Eure Vorfahren würden das nicht wollen, Silus. Warum sollte ich mich verstecken? Das ist das Vermächtnis meiner Familie. Ich gebe zu, dass es mir schwerfällt, mit all dem zurechtzukommen. Ich folge Und? Einfach Und? Was gibt es über den Kaiser zu berichten? Wirklich? Eine bessere Nachricht hättet ihr uns nicht bringen können. Trotz der jüngsten Ereignisse ist dies ein glücklicher Tag für uns, mein Freund. Trotz vieler Schicksalsschläge seid ihr der dunklen Bruderschaft treu geblieben. Ihr habt uns alle gerettet und dafür gebührt euch mein ewiger Dank. Ich muss natürlich fragen, wie viel Mortier für die Ermordung des Kaisers bezahlt hat. Erstaunlich! Tja, der alte Bastard war die Mühe wirklich wert, was? Darf ich euch vielleicht einen Rat geben? Ihr solltet Delvin Mallory in Rifton aufsuchen. Wenn ich nicht irre, hat Astrid euch schon einmal zu ihm geschickt. Mallory ist ein Akquisitionsexperte. Mit dem Geld können wir diese Zuflucht renovieren und neu ausbauen. Sie zu einem echten Zuhause machen, hm? Kümmert euch darum und ich will sehen, ob ich nicht ein paar neue Mitglieder für unsere Familie finden kann.